Aber Kinder machen. Wir sind Meister, Mann. Ne? Haben wir dafür Ausbildung? Alles kommt von Gott. Gut, das Biologische kann jeder. Aber Vater werden im Sinne von Aufgaben vom Vater erfüllen oder Mutter, mutterlicherseits. Leider, wir als Muslime heutzutage fragen wir wenig nach der Bildung oder Ausbildung. Man muss nicht gleich Psychologe werden oder was weiß ich, um ein Vater zu sein. Aber ein paar Vorträge schaden dich doch gar nicht. Ein paar Seminare schaden gar nicht. Und zwar schon von vornherein, während man auf der Ehesuche ist, auf der Frauensuche ist. Wenn die Frau schwanger geworden ist, spätestens, barakallahu, wenn die Frau schwanger geworden ist, wenn das Baby auf diese Welt gekommen ist, wenn du viel verpasst hast, ist nicht schlimm. Du kannst alles nachholen. Aber es muss zwischen uns erstmal klar sein, dass eine Erziehung ohne Grundregeln nicht klappen wird. Zumindest nicht so, wie wir es gern hätten oder wie es Allah Azza wa Jalla zufriedenstellen würde. Liebe Geschwister, unsere Religion hat eine schöne Sache, dass die zum Wissen aufgerufen hat und alle möglichen Wissenschaften unterstützt hat, solange sie in ihren Zielen und in ihren Prinzipien mit den islamischen Grundwerten nicht widerspricht. Das heißt, wenn jemand auch ein paar Bücher liest, die rein über Erziehung sprechen und so weiter, solange die Aussagen sich mit Islam nicht widersprechen, Islam unterstützt das und will, dass wir davon profitieren. Und das, was ich euch heute bi'iznillahi ta'ala erwähne, ist eine, ist der erste Schritt auf diesem Weg zum Erlernen der Erziehung.